Die Burg von Aiello entstand im Mittelalter, als die Patriarchen von Aquileia in Friaul herrschten. Der mächtige Turm diente zur Beobachtungsstelle und Verteidigungspunkt gegen die türkischen Einfälle. 1589 hatte die adelige Familie Rabatta aus Gorizia das Castello gekauft und das wurde im Laufe von 170 Jahren erweitert. Das war im Besitz von mehreren Adelsfamilien, unter denen die Familie De Bona aus Ragusa, Dubrovnik und die Familie Urbanis aus San Daniele del Friuli. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Komplex in mehreren Teilen verkauft und neulich ist ein Ferienhaus im südlichen Flügel kreiert worden.